Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit einem Thema, das viele im Dezember bzw. Ende des Jahres betrifft. Und zwar erlebe ich natürlich auch immer wieder die Ansage, jedes Jahr das Gleiche, und zwar ja, ab Januar, und zwar direkt noch ja, am 2. oder auch eben, wenn noch ein Sonntag da ist, dann am kommenden Montag, werde ich endlich anfangen, was für mich zu tun. Ich werde aufhören zu rauchen, ich werde mich besser ernähren, ich werde mich gesünder ernähren, ich werde viel mehr Sport betreiben. Sendepause. Genau, Sendepause. Warum Sendepause? Aus dem ganz einfachen Grund. Ihr wisst es doch ganz genau, wer sich sein Vorhaben auf Anfang des Jahres legt, wie zigtausende, ich denke weltweit, wie zig Millionen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Vorhaben auf Dauer durchführen werdet, minimalistisch gering. Ich glaube, da gibt es sogar eine wissenschaftliche Studie, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das liegt nicht mal bei 1%, die auf Dauer tatsächlich dieses Vorhaben, was sie auf den Anfang des Jahres geschoben haben, auf Dauer umsetzen werden. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn ich was umstellen möchte, wenn ich einen Neuanfang suche, dann mache ich das sofort. Wenn ich mich entschlossen habe, wenn mein Bauch sagt, ich habe die Schnauze voll von meinem Verhalten, ich habe die Schnauze voll, mich laufen von meinem inneren Schweinehund in den A treten zu lassen, mich auf dem Sofa festnageln zu lassen, und ich habe die Schnauze voll, laufend zu jammern, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich unzufrieden bin. Dann beginne ich jetzt, und zwar sofort auf der Stelle. In dem Moment, wo ich den Gedanken gefasst habe, fange ich an, direkt mit der Planung. Sendepause. Das ist überhaupt nicht schwierig, sondern ich muss es einfach nur mit 100% Engagement, 100% Einsatz wollen. Und das geht tatsächlich. Wie macht man das am besten? Ganz einfach. Indem man sich jetzt im Moment dafür entscheidet, einen neuen Weg einzuschlagen. So einfach ist das. Das war's schon. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Bekannt auch als Mr. T, heute zum Thema, nein, ich fange nicht am 2. Januar an, sondern ich fange sofort an. Das war's schon, macht's gut. Es hat euch jetzt gefallen, dann dürft ihr jetzt einfach meinen Kanal abonnieren. Und ihr bekommt regelmäßig die neuesten Infos.